Am Abend in der letzten Folge haben wir so ein bisschen was gedacht. Wir machen Farmen oder nicht Farmen oder wir gucken mal, was passiert, was wir so brauchen. Haben wir eigentlich Fackeln dabei? Ja, haben wir. Guck mal. Dann könnte man hier eigentlich mal kurz ein ganz kleines bisschen ausleuchten. Das wäre ja schon mal nicht schlecht so. Ich meine, Beleuchtungstechnik, keine Ahnung. Muss auch irgendwann mal was passieren, wollte ich schon sagen, passieren. Zack, zack, zack. Und da können hier noch eine Fackel hin und hier noch eine Fackel hin. Hier müssen wir auch mal deko-technisch irgendwann rangehen. Das ist nämlich auch noch nicht so ganz genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so kann man schon mal ein bisschen mal rumspringen. Da waren wir schon länger nicht mehr. Hier wird eine Erde oder Gras oder sowas. Naja, können wir das nächste Mal dann machen. Hier ist noch eine Schalterbox. Ja, das nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. So. Box verschollen, würde ich sagen. Finde ich gut, dass wir mal hier lang gelaufen sind. Sonst hätten wir die wahrscheinlich nicht gefunden. Zack und zack und zack und zack. Und hier nochmal eine hin. Können wir hier noch ein bisschen was ausleuchten. Was ist, wie kommt denn dieses zustande? Verrat mir jetzt mal. Da warte mal, zwei Fackeln haben wir noch kommen, die können wir noch irgendwo einsetzen, hier bei den Bäumchen. Naja gut, hier ist, ja, ist ja egal, wo man sie hinsetzt, ist immer nicht genug Licht. Super wunderschön. Sieht irgendwie anders aus. Ne, es sieht nur so aus. Dies sieht nur so aus. Zack. So, dann gucken wir mal, was wir hier so drin haben. Gibt es irgendwas, was nicht ins Lager soll? Nö. Also können wir das tatsächlich einfach zack da drauf stellen. Dann können wir das schön da rein sortieren. So, der ist auch aktuell bereit. Das sind 128, also 1280. Ja, die können wir auf jeden Fall schon mal reinschieben. Die Treppen müssten wir eigentlich auch mal wieder vollsetzen, aber wir gucken jetzt mal kurz beim Holz. Und zwar müsste Holz hier sein. Gut, Eiche. Spruce, ja gut, Spruce ist halt einfach zu farmen. Jungle ist halt so ein bisschen, ja, Dark Oak ist auch mehr wie genug da. Akazien, ja, also Akazienholz. Ist erstmal genug, also Mangrove könnte man halt noch ein bisschen farmen, das ist halt so ein bisschen. Ja, ist halt so ein bisschen ätzend, ne? Aber. Genau, ist schon richtig reduziert und Dreck ist ja auch noch drin. Also so Mangrovenholz könnte man sich eigentlich fast noch mal überlegen. Aber gut, was haben wir denn so Schönes hier? Hier ist nichts, was man irgendwie so. Gut, wir können unten bei der Slime-Farm nochmal vorbeigucken. Und können noch ein paar Slimes holen. Ey, da fahren wir lang nicht mehr. Komm, das machen wir mal. Mal wieder vorbeigucken, was unsere Slimes so machen. Das ist ja. Es ist ja echt verrückt, dass wir da schon ewig nicht mehr waren. Ja. Gut. Schon richtig, wo ich hin will, aber. Nee, das ist falsche Richtung. So, dies müsste natürlich voll sein, ne? Und zack, 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 zack. So, und dann können wir hier mit Slimes noch ein paar Blöcke holen. Zack. Wunderschön. So, und hier ist bestimmt wieder, ne, ist noch ein Stack voll. 5, 6, 7. Genau, 7 wird der nämlich immer jedes Mal hier vorbeibringen.
Da war der gerade. Komm zurück. Oh. Nee, nee, nee. Ich will doch nur. Dich, naja, gut, du kannst dich auch eigentlich so entleeren. Wir gehen erstmal hier rüber. So, zack. Und dann haben wir nochmal ein Inventar, was voll ist. Und können nochmal ein paar Slimes erstellen. So, zack, 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 zack. Wunderbar. Super, wunderschön. Das geht auch relativ einfach und easy voran. Ja. Einfach und easy. So, jetzt haben wir es, die hier, genau. Müssen wir mal eben schnell ein paar Slimes holen. Oh, ne, wir wollen schon Dingsblöcke machen. Oh. Wunderschön. Ah, okay, wir hissen uns weg. Das ist ja ein bisschen ätzend hier. Aber kommt's wieder. Da war nicht ein Stack, das waren 7. Plus, dass wir halt jedes Mal noch ein paar rausarbeiten. Oh, wir wollen die jetzt nicht da rein tun, das wäre ein bisschen doof. Ah, ne, so rum. So rum wollen wir es machen. Gut, das, ja, weiß ich nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Ich weiß nicht, weiß nicht. So, was haben wir denn? 63. Text 7. Ja, lassen wir mal so. Zack, die sind leer. Das bedeutet, rein theoretisch dürfte jetzt da nichts mehr ankommen gleich. Also vielleicht so 1, 2, 3 für den. Weiß schon. Ah, das war noch ein Stack da drin. Da war noch ein Stack drin. So, jetzt gucken wir noch mal hier. Gibt ja auch. Ne, da müssen wir rum. Zack, wieder 7 Stück. Ah, das kommen wir wieder nicht dran. Aber könnten wir nicht eigentlich theoretisch gesehen. Ah, dann müssen wir den tatsächlich wegbauen. Aber das geht nicht, den können wir nicht wegbauen. Weil der ist dann ein bisschen doof im Weg. Aber wir können sowas machen. Ah, dann sind wir hier drin. Ha. Bam. Zack. Weg mit dir. So, jetzt haben wir die letzten Slimes. Können wir so da reinschmeißen ins Lager. Müssen jetzt so hoch sprinten, sag ich schon, schwimmen. Nu, da können wir schon drehen. Und das gleich kommt die erste Öffnung. Da wollen wir raus. Perfekt. Perfekt abgedriftet. So. Hier können wir die Menge reinpacken. So, und hier dann dafür die da. So, wir brauchen glaube ich eh nur 63 oder sowas für. Genau. Für den Stack. Deshalb kann der eine Zucker weg. Wunderschön, wunderschön. Aber wir haben auch noch sagen. Raus damit. Phantommembrane, zack, raus damit. Der habe ich nämlich eben gesucht. Sand. Ja, also. Da ist halt noch ein bisschen mehr Zeug drin. Oh. Ein bisschen mehr Zeug, was da nicht hingehört. Zack. Oh. So, Schalkerbox auch wieder da. Noch eine. Ich wollte schon nämlich immer sagen, wir haben irgendwie nie Schalkerboxen gehabt, eine Zeit lang, ne? Aber irgendwie kommen so wieder alle zurück. So. Haben wir mal seit langem wieder unten vorbeigeguckt, das ist ja auch mal wieder schön. Also so wirklich noch seit langem, ne? Kann man schon so sagen.
Gelbe Blumen haben wir noch da. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das können wir auch nochmal rein sortieren nach dem Essensgedönse dahin. Wunderschön, die Rohrdinger, die können wir eigentlich, was jetzt brauchen wir die? Schmeißen wir einfach mal hier in den Ofen rein. Dann haben wir wieder 44 Eisen mehr. Zack. Gut. Blumen können wir kompostieren. Wir können eigentlich mal eine Ladung Blumen kompostieren bringen. Das machen wir jetzt noch. Hier haben wir hier. Obwohl, ist eigentlich egal. Dann bleibt, geht das halt aus. Naja, geht doch nicht aus. So, wir kompostieren mal eine Ladung Blumen. Gucken, was da so passiert. Das machen wir jetzt halt noch. Dies machen wir heute noch, das ist wunderschön. So. Und zwar wollen wir aber dafür den, das war vielleicht nicht so klug. Nee, zack, hier fehlt noch irgendwo ein Rotstein. Ah, da. So. Und zwar wollen wir hier irgendwo mal anfangen mit Kompostieren. Mal gucken, wie viele wir da rausbekommen. Wir gehen erstmal rund und füllen alle mal nach auf, nach und nach. Zack. Zack. Gut, dass wenn man so ein bisschen verkackt, dann ist das halt so, ne? Aber ist egal. Geht ja nicht genau. Es geht, also wir können das ja sowieso nicht ausgleichen. Es geht immerhin ziemlich zügig. So, jetzt ist schon was da an Knochenmehl. Tatsächlich wunderbar. Das geht auch richtig gut ab hier. Die Knochenmehl, die werden wir auch nicht in unser Lager reinsortieren, sondern tatsächlich vorne in die Kiste für Mangrovenholz. Alles für das schöne Mangrovenholz. So, mal gucken, wie viel wir so kriegen. Theoretisch gesehen. 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zack. So, das heißt, wir schmeißen jetzt hier einfach mal so eine goldene Karotte rein. Ah, ne, warte, guck. Guck mal was raus. Okay, das heißt, wir schmeißen jetzt nochmal eine goldene Karotte rein. Wenn die dann, also wenn zwei goldene Karotten hier dran durch sind und ein Campfire. Dann haben wir das alles geschafft. Und eine goldene Karotte ist schon mal da. Weil das ist ja jetzt der längste Weg, ne? Ja, ist definitiv der längste Weg. Also zwei goldene Karotten müssen wir gleich haben und ein Campfire. Genau, da sind sie da. Das heißt, wir haben schon mal alles schon mal durchgemacht. Das war schon ein Stack an Blümchen, an Kornmehl. Und dann starten wir auch. Zack. Das haben wir nämlich geschafft hier. Und ja, Mangrovenholz haben wir da. Können wir farmen gehen. Ein bisschen Knochenmehl haben wir da. Können wir farmen gehen. Also, wir können farmen. In der nächsten Folge würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.